Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wir haben beim letzten Mal einen Garangolm besiegt und sind jetzt im Master Rank 3 angekommen. Elgaro erscheint ein Stück heller, seit Bahari wieder zurück ist. Meinst du nicht auch? Ich hoffe, dass eine Rückkehr bedeutet, dass wir diesem Chaos schrittweise ein Ende bereiten können. Was deine Aufgaben hier anbelangt, sind nun weitere Master Rank 3 Quests verfügbar. Das klingt zwar spannend, bedeutet aber, dass noch gefährlichere Aufgaben auf dich warten. Sei vorsichtig. Ja, und optionale Nebenquests haben wir auch erfüllt. Die wir auch direkt mal wieder welche aktivieren können. Und zwar ungefähr die. So, Anhänger-Quests. Gibt's einige. 4 Stück. Und hier auch schon mal 2. Aber die machen wir, die hängen wir hinten an, habe ich mir ja irgendwann überlegt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier weiter im Meister Rang 3. Oh, gibt's immerhin schon 1,5 Seiten, ohne dass wir weitere freigeschaltet haben. Oh ja, jede Menge interessante Monster, auch einige, die wir schon gemacht haben, aber auch einige neue dabei. Almudron. Almudron hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Erfülle Hauptquest 3 Stück und dann kommt wahrscheinlich die nächste Dringende, die weitere Quests freischaltet. Wo wir dann wieder irgendwie 2, 3 Quests machen müssen, bis dann noch eine Dringende kommt, die den Master Rank 4 dann freischaltet, aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich guck jetzt mal, wir machen mal in diesem Part noch 1, 2 Master Rank 3 Quests und dann muss ich mich nach dem Part auch mal kundig tun, was ich ausrüstungsmäßig weitermachen möchte. Aber das sehen wir dann. Prüfung des Almudron. Ich soll einen Almudron als Mutprobe erjagen. Aber schau mich mal an, meine Rüstung wiegt mehr als ich. Und ich soll meinen Mut beweisen, da gibt es nichts, was man beweisen kann. Jagst du das Monster für mich? Zarter Jagdlehrling. Ja, so wird er, glaube ich, auch nie ein Jagdmeister werden. So, ja, prinzipiell haben wir jetzt auch die Zitadelle freigeschaltet. Sind jetzt aber erstmal wieder in der Sandebene unterwegs. Bin mal gespannt, wann wir nochmal weitere Zitadellen-Quests machen. Also muss ich eh mal die Karte komplett freischalten. Ich glaube, ich werde mir auch mal direkt im Voraus angucken, wo man da weitere Läger findet. Und ich werde mir auch dann mal angucken, glaube ich, zwischen den Parts, dass wir alle Katzen-Schnellreisepunkte mal finden, also wo die sind. Und dass wir die auch mal freischalten. Ich glaube, es gibt pro Map 2 von diesen Katzen-Schnellreisepunkten. Was macht der Almudron eigentlich hier in der Wüste? War der schon immer in der Wüste auch aktiv? Ist doch eher ein Wasserviech auch, oder? Aber ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ob der in Rise selber auch hier in der Wüste rumgerannt ist, in der Sandebene. Jetzt macht das anscheinend auf jeden Fall. Also irgendwie bin ich immer verwirrt. Achso, der ist ja. Ah, der ist nicht ganz oben drauf, sondern auf so einer halben. Ich wollte gerade sagen, wo dieser grüne Vogel hier rumrennt. So, dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal schauen. Wir sind eigentlich schon da, ne? Beim Almudron. Frag mich ja, warum kann ich... Oder ich habe keine genommen, ne? Aus der... Kiste. So, es hat immerhin für die erste Explosion so gerade gereicht vorm Brüllen. Boah, haben wir schon Almudron bekämpft? Irgendwie... Doch, wir haben schon Almudron bekämpft. Auf jeden Fall seinen Badewannengehabe. Kommt mir gerade sehr bekannt vor, oder? Es liegt daran, weil ich ihn in der letzten Session mit dem Banzai-Chuck-Au gemacht habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wir gehen jetzt mal diesen Käfer da holen. Und gleich mal die Vögelchen da oben, wenn er dann das Gebiet wechselt. Autsch. Have a taste of that. Wie die sehen sie... Warum kann ich ihn denn schon retten? Was nicht so schlimm ist, weil hier direkt so ein Ding ist. Oder... Hier war noch ein Barot unterwegs, oder? Das habe ich ja mal null gerafft. So, irgendwas haben wir getroffen.
Ist auch egal, aber ich habe jetzt echt null gecheckt, was hier abgegangen ist. Ich meine, gut, es ist ja auch fast Normalzustand bei mir, dass ich nichts checke, aber... Naja, okay, Barod ist weg. Irgendwie haben wir ihn geritten, auch dreimal vor die Wand gejagt, was ganz okay ist. Von daher alles gut. Oder wie sieht ihr, wie seht ihr das? Boah, ich wollte mich gerade mal heilen. Geht das? Wäre das im Bereich des Möglichen, Herr Almudron? Warum ist denn hier alles so hart schon wieder? Ich brauche dringend eine Waffe mit mehr Schärfe. So, Badewannen-Move, ahoi. Hat er sich abgelegt? Ne, er hat nur ein bisschen weiter nach hinten geschwommen. Er hat nur ein bisschen weiter nach hinten geschwommen, auch sehr gutes Deutsch. Ach, komm schon. Guck mal, wenn der Schwanz hier so liegt, ne, warum liege ich dann auch immer auf dem Boden? Oh Gott. Okay, seine Beine sind zu hart für mich. Eis, alles hier zu hart für mich mit dieser Schärfe. Und wir kriegen ihn nicht. Puh. Hallo, mein Freund. Reiner Goldschlamm. Oh, den hätte ich auch gerne, den reinen Goldschlamm. Okay. Hier sind einige Vögelchen zum Einsammeln. Ich glaube, hier wären auch noch mehr hier links. Aber ich nehme jetzt nur noch den Busch, mit dem wir hier gerade gesehen haben. Ham-Ham. Puppenspieler. Spinne. Ich ignoriere sie erstmal. Das ist was, was ich dringend mal nachgucken muss. Ich weiß, dass man das Monster damit irgendwie reiten konnte. Aber es ist mir noch nicht einmal geglückt bis jetzt. Ja, leg dich mit dem Basarios an. Oh, cool. Ich glaube, wir könnten den Basarios reiten. Dann machen wir das doch auch mal. Oh Gott, ey. Naja, wenn er es sich dann irgendwann mal in Bewegung gekriegt hat, gesetzt hat, boah. Dann trifft er wenigstens auch ordentlich. Machen wir es nochmal. Und dann hauen wir mal den Rächer raus. War jetzt nicht mehr so beeindruckend, was der Basarios hier noch gefeiert hat. Ey, wie lange das auch immer dauert. Bin schon wieder fast weg von der roten Elan-Aufladung. Du könntest jetzt mal absteigen, Mädel. Okay, that's enough. Ah, ich glaube, es hat so gerade noch gereicht. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir auch die volle Ladung auf den Schwanz. Und es hat gereicht. Klar. Liegt hier verdammt ungünstig. Oh Gott, ey. Ah ja, gut. Er hätte das besser nutzen können. Hat er Gott sei Dank nicht. Aua, nur so ein bisschen. Ey, warum muss sie immer nach jedem Elan-Level ab ihr Schwert wegstecken? Das ist ätzender Schlamm, ne? Er liegt da immer so chillig mit seinem Schwanz und ich komme nie dran, weil es einfach immer so trotzdem so ewig weit weg ist. Okay, aber entweder die Hinterhüfte oder der Schwanz oder irgendwas ist da auf jeden Fall gebrochen. Ich kann es nicht so ganz genau sehen.
Jetzt hängt der Schwanz wieder so hoch, dass man nicht drankommt. Ich habe hier fünf Luftlöcher geschlagen. Ich glaube, das ist irgendwie der Rücken, der ihm hier Stress macht. Ist er schon in dem Alter, dass der Rücken Stress macht, aber jetzt ist, glaube ich, auch der Schwanz, genau. Die Ladung ging voll auf den Schwanz, sehr schön. Oh, jetzt ist er auch wütend. Na gut. Gebrochener Schwanz wird mich auch wütend machen. Ah, jetzt kommen wir mal dran. Aber es hat nur für einen Schlag gereicht. Das ist bitter. Der liegt hier echt gefühlt immer so gemütlich, aber man hat trotzdem kaum Zeitfenster, um auf diesen Schwanz draufzuschlagen. Wow. Ja, jetzt erst recht nicht, ne? Wenn ich auf dem Boden rumkuller. Er macht doch da irgendwas, ich sehe es doch schon kommen. Oh, das wäre nice, wenn das ein Explosions... Hier, ja, es ist, glaube ich. Ich stehe hier verdammt eng, aber es wird schon schief gehen. Wenigstens alle drei erwischt im Weglaufen. Nochmal auf den Schwanz draufgehauen. Sehr nice. Ach ja, guck mal, das könnten wir mal mitnehmen hier und debuffen. Ist kein Debuff hier gegen unsere Ausdauerleiste? Naja, schade. Ich dachte, diesen Wasser-Debuff wird man dadurch auch los, aber ist offensichtlich nicht so. Naja gut, die Punkte hätte man auch noch mitnehmen können. Aber egal. Ich wollte gerade sagen, hallo Basarios, aber dich suche ich gar nicht. Here comes the pain. You should have kicked me off. Wo ist er? Wow. Das wollte ich gar nicht hier rauf. Aber ich glaube, du hast es dir auch nicht so gedacht, dass ich so schnell da rauskomme, ne? War sein Kopf noch kaputt kriegen oder ist der? Ne, der ist nicht. Ist der kaputt? Ich weiß es nicht. Say goodbye. Aber ich nehme auch den Rücken und piekse da ein bisschen rein. Es ist überhaupt kein Stress. Oh, it's trapped. Aber. Naja, gut, dann machen wir es von hinten. Ja, irgendwas hat es getroffen. Ist ja schon wieder in der Falle, der arme Kerl. Oh nein, ich stehe falsch rum. Schon wieder mal. Aber ich glaube, er hat gut eingesteckt. Den Kopf nicht getroffen oder was? Und jetzt auch nichts getroffen. Er ist jetzt manchmal so lächerlich. Er hat dafür umso besser getroffen. Kleine Rückenmassage. Offensichtlich war die nicht gewünscht. Ja, ich weiß, du bist nur festgekettet. Sonst nichts. Ich will mal diesen Kopf treffen, aber der ist, glaube ich, unmöglich zu treffen, habe ich so den Eindruck. Ah, jetzt habe ich ihn zufällig getroffen. Ach, der ist aber auch kaputt, okay. Naja, gut, ich hau mal einfach weiter drauf. Ich glaube, es ist eher alles kaputt. Der Rücken ist kaputt, der Schwanz ist kaputt, der sich hier gerade so schön vor mich legt. Es scheint mir alles kaputt zu sein.
Ja, zweimal den Schwanz erwischt. Sehr schön. Naja, das war jetzt nicht so gut. Aber immerhin ein bisschen. Und noch zweimal, dreimal ins Gesicht. Na toll, da wollte ich gerade raus. Hat aber irgendwie nicht mehr geklappt. Was will er von mir? Oh Gott, ey, immer diese Abprallerei. Dieses Abprallen macht mich fertig. Er ist fangbereit. Tschüss. Jo, die erste reguläre Master Rank 3 Quest erledigt, wenn wir mal den Garangol nicht mitzählen, weil er ja die dringende Quest war. Da lag, glaube ich, noch irgendwo ein Shiny rum oder zwei. Ja, sehr schön, sehr schön. Es geht voran. Kriegen mehr Materialien zur Auswahl. Mehr Rüstungen und so ebenfalls. Almudron-Belohnung für Fänger. Eine Almudron-Hülle. Sehr schön. Sehr schön, wenn man die seltenen Materialien direkt beim ersten Mal mitnimmt und auch, ja, ohne sie zu farmen. Bei der ersten Jagd überhaupt. Ja, haben wir noch eine lockere Runde Zeit für noch eine Quest? Nee, keine Lotterie da. Mal eben einen Blick hier drauf werfen. Nein. Aber irgendwas schalten wir auch frei, dass wir diese Skills, glaube ich, mal austauschen können, ne? Kann man sich so direkt manuell quasi seine perfekte Katze basteln? Das wäre in der Tat ganz lustig. Dass man nur noch auf die Angriffskills quasi achten muss. So. Oh, ein Shogun-Ceana-Tauren. Ja, ich sagte, das ist auch irgendwie so ein Krabbenviech. Den machen wir jetzt noch. Und wie gesagt, nach dem Part werde ich mal gucken, was ich so rüstungs- und waffentechnisch so machen will. Ich finde es im Moment ganz angenehm, dass wir eine reine Raw-Damage-Waffe nach wie vor haben, dass man nie darauf achten muss, oder dass man nicht mehrere Waffen farmen muss. Nee, nicht Eco-Rüstung. Dass man nicht immer Waffen swappen muss und all so ein Gedöns. Mein Ceana-Tau weint leise. Ich hatte eine Konzerttournee per Schiff geplant, aber sobald wir die Instrumente verschickt hatten, blockierte ein Shogun-Ceana-Tau unsere Seeroute. Könntest du ihn jagen, wäre das Musik in meinen Ohren. Sanft, mütiger Musiker. Oh, neues Intro-Video. Ja, stimmt, ist ja in Rise quasi ein neues Monster. Der Shogun-Ceana-Taure. With a fearsome leap, the hunter thinks its prey vanquished. But what it finds are not the spoils of victory, but discarded armor shed like a husk. And when the beast finds its next target, it doesn't think twice about leaving its old shell behind. It finds new armor to don, its blades as deadly as ever. Those who oppose it have no choice but to atone with their lives. Der Shogun, Ceana-Taure, letzter Blitz. Sehr cool. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was er so drauf hatte. Erste Hilfe Plus, das ist doch sogar. Ist das die große Erste Hilfe? Stellt einen mäßigen Teil, stellt eine mittlere Menge, stellt einen kleinen Teil. Wollte ich mal mitnehmen. Waren das schon immer die großen Heiltränke hier drin? Ich dachte, immer man müsste. Hier wären nur die kleinen drin, die kleinen Erste Hilfe, und man müsste sich die große Erste Hilfe daraus machen. Probieren wir es mal. So. Da rennt der Ceana-Taure rum, noch als Fragezeichen auf der Map.
Wir gehen natürlich trotzdem unsere übliche Route hier ab. Bevor wir uns dem Cyanatauren widmen. Ah, er ist halt ähnlich. Ich glaube, vom Gang her ist er ähnlich wie der Daimyo Hermitaure. Geht sehr gerne seitwärts. Das nervt mich schon wieder. Das weiß ich jetzt schon. Oh, da ist er auch schon. So, ich probiere jetzt mal den Tempel hier gerade rauf zu gehen. Nein, das geht nicht. Der Hund kriegt das einfach nicht auf die Kette. So, die Katze kämpft, glaube ich, schon, oder? Wer kämpft hier schon? Da ist er auf jeden Fall, der Daimyo. Ich wollte eigentlich abspringen und nicht springen. Ja, sauber. So, damit du mal direkt weißt, wo du dran bist, mein Freund. Genau, sowas macht er gerne. Einmal die Arme ausbreiten und dann in einer großen Fläche vor sich alles erwischen. So, haben wir hier mal irgendwo... Da ist eine Lockkröte. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne einen dritten Seilkäfer. Aber noch habe ich keinen gefunden. Na gut, da muss es auch ohne gehen. Naja gut, immerhin habe ich an dem kleinen Viech meinen Illan-Level erhöhen können. Aua, lass das doch mal. Echt. Aua! Puh. Oh fuck, was habe ich denn jetzt für einen Schaden da oben drauf? Oh Gott. Ey, sag mal. Nein, nicht schärfen. Boah, das, ich sterbe. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ist das so ein Blutungsschaden, der mir Schaden macht, während ich laufe oder so ein Scheiß, den ich da drauf habe? Und kriegt man den mit 0 Bären runter? Na, ich glaube nicht, sie will die nicht essen. Puh. So, so, weil die erste Hilfe direkt in dem Wettstein lag, deswegen bin ich irgendwie auf den Wettstein gekommen. Naja, egal. So, mein Freundchen, jetzt machen wir mal ernst hier. Der Spaß ist vorbei. Nein, das... Naja, immerhin den getroffen. Ach, den auch. Okay, sehr gut. Boah, das ist auch geil, ne? Dieser Move. Erstmal rückwärts gehen, damit man auf jeden Fall vor ihm steht und dann mit den aufgespannten Armen auf einen zulaufen. Okay, er nervt auch jetzt schon. Eieieiei, echt mal. Was er für Reichweiten hat. Ist auch schon wieder eine mittlere Unverschämtheit. Oh, hast du mich nicht erwischt? Das tut mir ja leid. Aber ich dich leider auch nicht, muss ich dazu sagen. Here comes the pain. Naja, so richtig... Gut gelaufen ist das hier noch nicht. Egal wo ich stehe, ich krieg's immer ab. Immer auf die dünnen Beinchen. Ach so, er will zum Sonnenerkannt. Ich wollte gerade sagen, will er schon wieder das Gebiet wechseln? Na gut, wenn die sich stressen, kann ich einmal meine Waffe schärfen. So, der Daimyo wäre reitbar. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, falschen Move gemacht. Grandios. So, mein Freund. Den kannst du auch nochmal haben, wenn du willst.
Der geht wenigstens schön schnell hier, der starke Angriff vom... Ich will hier nochmal irgendwas machen. Kriegen wir das hin? Na gut, dann machen wir jetzt mal den... Boah, Leute, ich bin schon wieder so verplant, ne? Ich bin so verplant. Warum greife ich denn mit dem... Ist ja die Tauren hier an, oder wie der heißt. Der hätte auch mal treffen können. Aber hier war irgendwo ein Seilkäfer. Boah, ich bin so verplant, ey. Ich mach's mir wieder selber so unnötig umständlich. So, Daimo. Shogun. Können wir das jetzt mal hier die Männer regeln? Ja gut, so zischt dann am wenigsten auch an einem vorbei. Das ist auch okay. Oh, er liegt auf dem Boden. Das tut mir ja leid. Und einmal voll abgekriegt. Und ich blute mal wieder. Ich glaube, wenn man den Move kommen sieht, ist es auch ein ganz nettes Angriffsfenster, was man da hat. Ja, sauber. Kommt der runter oder müssen wir wieder raufklettern? Bitte die Erwartungshaltung von ihm ist, dass wir wieder raufgeklettert kommen, oder? Jo, da sind wir wieder, mein Freund. Was suchst du denn da? Oh, hast du dich wieder festgesteckt? Oh, hast du dich wieder fest... Oh, aber das, womit er sich feststeckt, ist ganz schön hart. Gott, ich stehe mal wieder falsch rum. Ja, oder auch nicht. Das kann man so oder so sehen, wo hier der Pain kommt. Ich sollte vielleicht mal versuchen, ihm ein bisschen mehr ins Gesicht zu schlagen, wenn er so still steht. Aber das Problem ist, man weiß ja nie, wann er so still steht. Naja gut, jetzt ist er festgebunden. Da ist es ein bisschen mehr vorausschaubar, obwohl er kann auch solche Moves machen. Aua! Ich blute schon wieder. Lass mich! Warum? Nein! Boah, der Dango-Verteidiger hat mich gerettet. Aber... nicht mehr lange. Boah, er ist mal richtig scheiße. Er hat so Kack-Moves. So, wo wollen wir hin? Ach, scheiße. Da wollen wir hin. Man kommt da auch teilweise nicht mehr raus, ne? Weil er auch einfach so eine große Fläche auch mal wieder abdeckt. Ey, es ist unfassbar. Oh, die Vögelchen könnten wir noch mitnehmen. Waren zwei Stück oder so. Ja, und dann muss ich auch dringend mal was an Waffen und Rüstung tun. Oder zumindest mal wissen, wo ich grob hin will. So, das hätten wir auch mal machen können. Okay, er will eh weiter. Ich hätte auch mal das Ding da benutzen können. Naja. So, Shogun. Dann bringen wir es hier mal zu Ende, würde ich sagen, oder? Da ist noch ein Seilkäfer. Aber wir scheinen seinen Panzer da kaputt gemacht zu haben. Have a chase
Aber warum erwische ich ihn immer nur einmal? Er ist gefühlt so groß. Und ich glaube, er ist wirklich nur da vorne in seinem Gesicht wirklich empfindlich. Ah, klar, klar, klar. Ich glaube, er wollte das Lockviech da angreifen und erwischt mich natürlich mit seinen Drehungen auch noch mit. Oh, er ist in der Falle. Ja, 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 ich weiß. Naja, war jetzt auch nicht super großartig gewesen. Oh, bist du daneben gesprungen? Das tut mir ja auch ganz besonders dolle leid. Und liegst du schon wieder auf dem Boden? Komm, das könnte man auch wahrscheinlich geil kontern, diesen Move von ihm, oder? Aber ich wollte es eigentlich auch. Aber ich glaube, ich habe es nicht richtig getimt. Schon wieder der Dango-Verteidiger. Ich glaube, er ist angry. Aber ich glaube, jetzt gerade kann er auch nicht mehr so richtig. Macht zumindest so den Eindruck. Boah, aber er bricht mir echt jeden Seilkäfer ab. Unfassbar. Und zwar immer mit diesem Drehmove. Ich sehe nichts. So, mal gucken, was das hier noch gibt, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, hier war irgendwo noch ein Seilkäfer gewesen. Na klar. Okay, okay, das wird wieder richtig scheiße werden. Ich sehe das schon. Ich muss mal gucken, ob hier jetzt immer große Heilungen drin sind in der Kiste. Okay, er buddelt sich weg. Just getting started. So, wohin du wolle. Noch eine Höhle drunter? Ah ne, er ist über uns, oder? Muss ich hier raus aus der Höhle? Jo, er ist irgendwo über uns. Ich wollte gerade sagen, schläft er? Leider nicht. Boah, Gott sei Dank. Dieser Scheißdreher, ohne Witz, der geht mir echt auf den Pin. Naja, wenigstens habe ich meine Explosion drauf gekriegt, aber getroffen hat er mich natürlich trotzdem. Weil er einen mit seinem Scheißdreher immer trifft, ja. So lächerlich. Ich würde gerne hier raus. Geht das irgendwie? Mich mal irgendwie geheilt kriegen. Aber auch fühlt er mir ja alle Gegner irgendwelche Moves drauf, die sie die komplette Arena beherrschen lassen, ne? Ja, nochmal bitte. Ich könnte überleben. Dieser Dreher. Wo kann man eigentlich... Gibt es irgendeine Stelle bei ihm, wo man mal einigermaßen sicher steht? Nee, ne? Kannst neben ihm stehen.
Da macht er den Dreher. Vor ihm ist eh scheiße mit seinen komischen ganzen Krallenangriffen da und so. Boah, jetzt mal hier schön genau ins Gesicht diese Schläge. Das wäre so nice. Boah. Wenigstens das hat jetzt mal gesessen. Aber ansonsten gehen seine Angriffe echt gar nicht. Und ich hätte jetzt auch mal die Hoffnung, dass er irgendwann mal keinen Dreher macht. Wahlweise auch irgendwann mal fangbereit ist. Oh, er ist hier wieder irgendwie gefesselt. Aber Fesseln bringt auch nicht immer was, ne? Es hält ihm halt am Radius. Ja, klar, klar, er ist gefesselt. Da kommt euch die Reichweite an, ey. Das ist unfassbar. Unfassbar, guckt euch's an. Ich kann aber auch nicht hingehen, weil er nur so eine Scheiße macht. Er will schon wieder weg, aber er ist immer noch nicht fangbereit. Unfassbar. Ich brauche besseres Gear, aber sowas von dringend. Puh. Oh Gott, ich wollte nicht absteigen. Ich wollte nur das Menü zumachen. Auch, was ist mit diesem Blutung? Ey, ich muss so viele Sachen nachlesen. Ich habe schon die Hälfte von dem vergessen, was ich nachlesen wollte, glaube ich. Rüstung, Schnellreiseplätze, Blutung. Oh, so gerade eben weggekommen. Wow, was war das jetzt hier für ein... Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen, krieg das doch mal hin. Na gut, das hätte ein bisschen besser treffen können. Aber gut, immerhin war es ein Fenster, um überhaupt was zu machen. Dafür hat der erste fett getroffen. Also der, als wir diesen Move zum ersten Mal gemacht haben. Man kann nicht immer fett treffen. Dafür stand ich auch einfach zu beschissen. So, Daimyo, wie sieht's denn mal aus? Auch du, auch dein Leben ist zumindest, wie soll ich sagen, computertechnisch begrenzt, weil es leider am Computer keine unendlich großen Zahlen gibt. Wieso auch immer das nicht in seinem Gesicht getroffen hat. Jetzt scheint er ja immerhin hier mal ein bisschen zumindest Ausdauer verloren zu... Ah, er ist fangbereit. Weg mit dir. Kein Bock mehr auf dich. Gott sei Dank. Muss man eigentlich noch ein Foto von ihm machen oder so, ne? Ach ne, ich glaube, ihr müsst mal sogar fangen für eine Nebenaufgabe, ne? Daimyo Hermitao muss ich, glaube ich, noch irgendein Foto... Genau, wie er seine Fänge vor sich hält. Und ich glaube, vom Lagombi muss ich auch noch ein Foto machen, ne? Da muss ich jetzt auf Master Rang 3 mal aufpassen, wenn ich in den Quests bin. Wenn die Gegner nochmal kommen, dass ich auf jeden Fall diese Fotogeschichten erledige. Oh, was ein stressiger Kampf. So, wie gesagt, ich muss mich jetzt mal vorbereiten, mal gucken, was ich geartechnisch weitermachen will und so.
Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal weiter, was der Master Rank 3 noch zu bieten hat. Aber es wollen ein paar Leute mit uns reden. Starke Trainingsmittel. Füge. Ach so, genau, hier baut ich so ein Material zu. Ich weiß, die Hilfe zu schätzen. Du kannst die Unterstützungsaktion jetzt im Buddy Dojo ändern. Du kannst jetzt nur ein paar tauschen, aber in der Zukunft wirst du viel mehr tauschen können. Wenn die Zeit kommt, werde ich wieder auf deine Hilfe zurückgreifen, Gretzeline. Unterstützungsaktion Stufe 5. Palikus können neue Unterstützungsaktionen im Austausch gegen bereits Gelernte erwerben. Aktionen, die fester Bestandteil des jeweiligen Unterstützungstyps eines Palikus sind, können hier noch nicht getauscht werden. Genau, der erste und der fünfte wird das sein. Ah, hier sieht man jetzt. Ah, die drei wird man wahrscheinlich dann mit der Zeit tauschen können. Boah, man kann hier, glaube ich, gegen alle Optionen austauschen, die es hier gibt. Das heißt, man muss eigentlich zukünftig nur noch auf die Kampfskills achten. Und dann kann man sich hier wahrscheinlich manuell von den Unterstützungsskills einfach die perfekte Katze, die man haben will, zusammenbasteln. Wie cool ist das denn, Leute? Teeladen und Kommandoposten müssen wir noch hin. Ah, der Forscher möchte mit uns reden am Teeladen. Hilf mir mal. Hey, tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Es ist dringend, schau mal. Erinnerst du mich an die 4 Sekunden Diskrepanz? Ich habe es herausgefunden. Fio hat vor der Quest nichts gegessen. Das macht wohl nichts, aber es hat mich nachdenklich gemacht. Sind die Monster bei Nahrungsmangel weniger leistungsfähig? Jagst du mir einen Anjanat und einen Pukkai, damit ich meine Theorie belegen kann? Hm, warum? Seufzt. Zu dieser Jahreszeit haben die beiden einen unstillbaren Appetit. Sie eignen sich perfekt. Weißt du denn gar nichts? Jage sie beide und komm dann zu mir. Verstanden? Gut, also worauf wartest du noch? Die Zeit läuft. Da fahren zwei Katzen auf einem Zug im Hintergrund rum. Auf geht's. Ja, machen wir. Gib her die Quest. Gut gemacht. Ja, sehr gerne. Dank deiner Mühen können wir jetzt unsere Waffen verbessern. Ich glaube, Minail bearbeitet gerade die Materialien. Vielleicht solltest du bei ihr vorbeischauen. Die Waffenentwicklung ist für unser Vorhaben extrem wichtig. Ich hoffe, du kannst uns auch in Zukunft wieder helfen. Okay. Das war jetzt aber nur Gelaber, oder? Es gibt jetzt keine neuen Waffenoptionen. Naja, sieht nicht so aus. Sie will nicht mit uns sprechen. Okay, Leute. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.